Ja, willst du dich jetzt auf dem Thron setzen? Gwynblade. Okay, das hatten wir vorhin schon. Lebt wohl. Ja, sagt ja nichts anderes zu. Ah, absurd raffert das Weißen. Weisen. Habe ich natürlich das Problem, dass ich die beiden Sachen gerne mitnehmen würde. Essen wir erstmal den Fisch. Und. Ja, ne? Zwölfe. So, jetzt haben wir trotzdem. Haben wir. Platz. Oh. Hilfgarer Zitrone. Na, egal. Okay. Komme ich jetzt hier auch irgendwie wieder raus oder muss ich tatsächlich den ganzen Weg zurücklaufen? Ich befürchte, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Oder? Ja, muss ich. Scheiße. Na egal. Passt schon. So, was machen wir denn als nächstes? Das haben wir ein Kind. Gut, machen wir das hier einmal. Und dann einmal zum Tempelbezirk. Wobei ich auch erstmal zum Kaufmannsviertel hochkommen könnte. Wir müssten uns hier unten nicht umschlagen. Meister Hexer! Was gibt's, Junge? Die Bank wurde überfallen. Meister Welerath sagte, wir sollten einen Hexer holen. Was geht da vor? Folgt mir, Meister Geralt. Okay. Ja, dann lauf. Heute noch. Renn geschwind davon. Seid ihr krank? Ein Hexer, nee, versteckt eure Frauen. Ach, da vorne. Geht heim. Die Scoia'tael rauben die Bank aus. Was geht hier vor? Bewaffnete Räuber haben die Bank gestürmt und Geiseln genommen. Siegfried führt den Gegenangriff an. Immer muss er den Helden spielen. Geralt, sie brauchen Unterstützung. Gibt es einen anderen Weg hinein? Von einem Frontalangriff würde ich abraten. Welerath, die Zeit drängt. Vielleicht könnt ihr über den Verbindungsgang zum Lagerhaus eindringen. Lagerhaus? Eine Fußgängerbrücke verbindet es mit dem Rathaus. Sie wird nicht benutzt, aber ich habe einen Schlüssel. Nicht benutzt? Die Frauen, die im Rathaus arbeiten, sprechen von Gespenstern. Gebt mir den Schlüssel. Okay. Okay. Das hier ist dann wohl das Lagerhaus. Flatterer, sehr gut. Genau dich brauchen wir. Für einen Auftrag.
Noch einer. Da. Hinter mir ist auch einer. So. Ich muss einmal ganz kurz ein Taschentuch holen. Schon besser. Okay, warte, dann kann ich einmal ganz kurz einmal abbeißen. Und noch mehr Flatterer. Jede Menge davon. Hallo, ihr müsst mich nicht beißen. Ich bin nicht sicher, ob wir eine Chance gerade haben. Nee. Sieht ganz schlecht gerade aus. Also. Schwalbe haben wir zwar noch drin. Ah, wir kommen aber auch nicht weg hier. Ja, okay. Das lief eher weniger gut. So, oben kriegen wir ja den Vertrag auch voll. Wir leben. So, das lief doch schon mal besser. Speichern. Okay, das können wir leider nicht mitnehmen. Hier ist noch eine Holztruhe. Oh, warum haben wir eigentlich so viele... Können wir so viele tolle Sachen und wir können sie leider nicht mitnehmen. Ja gut, da würde ich mich jetzt in erster Linie halt fürs Buch entscheiden.
Beamte. Gut. Dann schauen wir jetzt hier einmal runter. Wann hat das alles nur ein Ende? Niemand bewegt sich! Alle auf den Boden! Niemand bewegt sich! Mhm. Ich mache Hackfleisch aus jedem, der sich bewegt! Wann hat das alles nur ein Ende? Was macht ihr denn hier? Ich mache Hackfleisch aus jedem, der sich bewegt! Ich bin als Unterhändler hier. Ich bin kein guter Unterhändler. Soll heißen? Yevhen ist unten. Ich schlitze euch auf. Ihr werdet sterben. Affe. Ich schlitze euch auf. Okay. Affe. Mensch. Jetzt ist mir klar, was sie hier gemacht haben. Eliren. Kennt ihr die Geschichte von Eliren, Hexer? Nein. Aber ich finde, wir müssen über wichtigere Dinge nachdenken. Die weiße Rose von Sheravet. Bei den Zwergen und Elfen als Elirena bekannt. Vor 2 Jahrhunderten führte sie die Elfenjugend in die Schlacht. Die Ältesten der Elfen waren dagegen, weil sie wussten, dass ein Sieg unmöglich war und dass sie sich von einer Niederlage vielleicht nicht erholen würden. Yevhen, die Ritter bereiten sich auf den Angriff vor. Eliren, die weiße Rose weckte den Kampfgeist der Jugend. Sie griffen zu den Waffen und folgten ihr in die letzte verzweifelte Schlacht. Sie wurden abgeschlachtet, gnadenlos. Yevhen, die Bank ist umstellt. Sie starben mit ihrem Namen auf den Lippen, wiederholten ihren Ruf, ihren Kampfschrei. Sie starben für Sheravet und für Eliren, wie sie versprochen hatte, mit Würde, heldenhaft, ehrenvoll. Wart ihr dabei? Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Welche Entscheidung? Man kann nicht ewig auf dem Zaun balancieren. Schon gar nicht, wenn dieser Zaun durch ein Schlachtfeld führt. Versucht ihr, mich zu rekrutieren? Nein. Mit eurem Gewissen taugt ihr nicht zum Revolutionär. So. Ich hatte einen Grund, warum ich euch von Eliren erzählte. Wir sind im Krieg, Geralt. In einem Krieg für das Überleben, für die Freiheit. Ihr müsst keiner von uns sein, um uns zu helfen. Viele dienen unserer Sache so gut sie können. Ihr könnt am besten Ungeheuer töten. Könnt ihr mich mit euren Sachen nicht einfach in Ruhe lassen? Woher kommen diese verfluchten Kikimoren? Ich glaube, wenn wir das machen, ist die Stadt nicht gerade wohlgesund. Aber wenn wir es nicht machen, werden die wahrscheinlich mies drauf sein. Und ich befürchte, wenn wir versuchen, neutral zu bleiben, kriegen wir trotzdem einen auf den Deckel. Eliren. Das Freiheit. Übel. Ein wunderbares Ideal. Gut, ich schließe mich euch an. Aber vergesst nicht, Yevhen, siegreiche Revolutionäre werden zu Staatsmännern. Besiegte dagegen bleiben Verbrecher. Wohl und wahr gesprochen. Aber wir sitzen hier fest. Ungeheuer blockieren den Weg. Ich sagte, ich würde euch helfen. Was wollt ihr? Unsere Mission war, Dokumente zu holen, mit denen Vivaldi seine Bank zurückbekommt. Unser gutes Recht, findet ihr nicht? Wir sitzen jedoch in der Falle. Das Kikimoren versperren unseren Fluchtweg. Mal sehen, was sich machen lässt. Geht, weißer Wolf. Kikimoren, hä? Schon wieder die Kloaken. Geralt. Da kommen die Elfen nicht rüber. Seid wachsam. Die Kikimoren sind überall. Ungewöhnlich. Kikimoren fern ihrer Nester? Da stimmt etwas nicht, Hexer. Ich mache den Weg frei.
Aber auch wie viele, ne? Okay. Unsere Zeit ist gekommen. Auf sie! Ja, ja, auf sie mit Gebrüll, ne? Gut, ich glaube, alle Elfen werden wir nicht hier rauskriegen. Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Viel Glück, Yevhen. Falls ihr mich braucht, fragt Vivaldi. Okay. Nehmen wir von dir mal das Geld. Und ich würde mir ja würde die restlichen Überreste hier nehmen, aber die wollen nicht. Dann nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder rausrennen. Nein. Okay, wir haben keine Wahl. Erstens, wenn mir die Wahl zu kämpfen abgenommen wird. So. Warte mal, nee, ich konnte auch hier raus. Oder? Nee. Oh Mann, wo war das denn nochmal? Doch, klar konnte ich hier raus. Aber ich kann nur jetzt gerade nicht raus. Ich wollte gerade sagen. Planen die nur? Das ist eine sehr gute Frage. Also, jetzt müssen wir allerdings vorher Velerath finden, ne? Okay, Velerath ist ein Wachturm. Perfekt. Warum glotzt ihr so? Was führt euch hierher? Vergesst es. So einiges, aber das ist für euch nicht wichtig. Bitte killt mich nicht. Nur weil ich den Elfen geholfen habe. Das ist auf die Welt. Velerath? Der Mickrige sollte es das nicht werden. Velerath! Wir wissen alle, auf welcher Seite ihr steht, Elfenfreund. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Der über Flatterer Fangzähne. Ich bezahle, wenn ihr drei habt. So. Hier. Euer Gold. Mm-hmm.
Die anderen Aufträge hatten wir noch nicht, ne? Nee. Gut, das ist mit Shani. Das ist mit Jethro. Das ist im Sumpf. Das ist mit den Zehen. Das ist Friedhof. Moralische Pflicht, diese Stadt zu verteidigen. Ihr gehört nicht hierher. Das heißt, erstmal zu Jethro. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesem Waffen. Ja, ich bin sehr gefährlich. So, Jethro müsste dann ja immer noch, oder? Nee, Jethro ist da vorne. Echt? Okay, dann gucken wir mal. Bis morgen. Ja, bis morgen. Eisenkraut haben wir hier. Das hatten wir ja vorher noch gar nicht. So, haben wir das jetzt auch mal im Inventar? Zeit zu beten. Naja, Zeit zu beten. Wo ist Jethro? Wir suchen Jethro. Wir wollten jetzt nicht sehen, dass Jethro hier drin ist. Denn dann schreie ich. Ja, nee, hier ist Jethro auch nicht. Ist Jethro wieder da unten? Okay. Jetzt wird mir das richtig angezeigt. Okay, ja gut. Wir gehen gerne einen Weg mehr. Das spiele ich nicht. Dann spielst du es halt eben nicht. Auch okay. Ah, Leben. Wie... Habt ihr Flatterer? Sie haben kein 100 Orens. Okay. Was für ein Gestank. Dann hat er nochmal ein paar Flatterer-Zähne. Die hatten wir ja jetzt übrig. Du hast recht. Den zeige ich. Geh einmal in den Kerker hinein. Hallo, Jethro. Was wollt ihr? Ich habe den Drogenbaron getötet. Seltsam, dass ihr vor einem Wächter zugebt, einen Menschen getötet zu haben. Och, war komm. Nur ein Witz. Ha-ha-tse! Das habt ihr gut gemacht. Ha-tse! Und jetzt nehmt euren Lohn und verschwindet. Ha-ha-tse! Vielleicht solltet ihr verschwinden. Ich? Das verstehe ich nicht. Verkauft noch einmal Fistich. Und ich sorge dafür, dass ihr für immer verschwindet. Schon gut. Seid unbesorgt. Ich gehöre zu den Gesetzeshütern. Lebt wohl, Jethro. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. So. Ich sollte darüber nachdenken, wo ich die nächste Spur finde. Ja, ja. Konnte das Versteck finden? Ja. Auch das konnten wir tun. Dann können wir jetzt einmal zum Krankenhaus gehen. Machen wir das mit Shani. Was bestimmt nach hinten losgehen wird. Apropos Speichern. Ganz, ganz wichtig. Sind ja jetzt schon mehr als einmal gestorben. Geralt!
Ich habe euch gesucht. Nicht du. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schwester Natala mit so viel Leidenschaft bei ihrer Arbeit ist. Habt ihr gesehen, wie sie sich zu den Patienten beugt? Diese Augen. Welche? Rittersporn. Schon gut. Ich bin also gerade auf dem Weg, um Natala mit meiner geistreichen Konversation zu beglücken, als mir zwei hochgewachsene, seltsame Typen begegnen, die ein Kind hinauszerren, das Zeter und Mordio schreit. Sie nannten seinen Namen. Akin oder Apin oder so ähnlich. Verdammt. Genau den sollte ich hier abholen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Die Gefahr ignorierend beschloss ich, dem Kind zu helfen und folgte diesen Schurken. Sie zerrten es in dieses Haus. Ihr habt recht. Ich bin beeindruckt. Sag ich doch. Nein, nicht wirklich. Diesmal müsst ihr mich mitnehmen. Das ist erstklassiges Balladenmaterial. Ich werde euch hinführen. Das Haus liegt im Anderlingsdistrikt. Am besten, ihr folgt mir einfach. Beeilt euch. Ich mag Rittersporn nicht. Er ist mir sichtlich unsympathisch. Was wahrscheinlich keiner verstehen kann, aber ich mag ihn nicht. Im dritten Teil kann ich euch erklären, warum. Müßiggang macht mich gereizt. Ich auch. So. Da rein, oder wie? Da rein, wo Sultan rauskommt. Muss ich mir Gedanken machen. Hierher haben sie Alvin gebracht. Großartig. Wartet hier und kommt erst rein, wenn der Kampfeslärm verstummt ist. Immer heißt es, ich soll draußen warten. Nein, ja? Diesmal gehe ich da rein. Nein. Ich werde ein neues Genre begründen. Die proaktive Ballade. Ich will nicht, dass ihr in der Nähe seid, wenn ich mein Schwert schwinge. Na gut. Ich schätze, die Dichtkunst erfordert nun mal Opfer. So ein bisschen. Hallöle. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Na komm. Oh, Alvin. Konnte ich immer noch keine besseren Sachen leisten. Alles wird gut. Sind sie tot? Ja, Alvin. Sie ließen mir keine Wahl. Ich verstehe, Geralt. Bringt mich von hier weg. Mann, das ist eine Menge Blut, Geralt. Und da ist der Junge. Seht ihr, wo wäret ihr ohne mich? Psst. Nicht immer wieder in Ärger verstrickt, glaube ich. Nehmt das Kind und geht hinten raus. Ihr konntet sie da draußen hören? Unheimlich, erstaunlich. Na gut, ich nehme ihn mit, aber ja, so ein wohin? Bisschen Ähnlichkeit ist vorhanden. Nur stimmlich nicht. Ja, okay, bringt ihn zu Triss. Sie ist eine Zauberin. Sie kann ihn am besten beschützen. Das wird Shani aber gar nicht erfreuen. Nee. Aber immer noch besser, als eine Zauberin zu erzürnen. Geht jetzt. In Ordnung, ich lasse den Jungen bei Triss. Schreck mich doch nicht immer so. Nimm das! Warte, kann ich den Gnadenschuss machen? Nee. Okay, war schon tot, leider. Okay, soll ich durch die Tür? Okay, nee, du nicht. Die Tür? Nein, durch die Tür auch nicht. Okay, dann gehen wir halt hier. Gehen wir halt hier wieder raus. Alles klärchen. So, lass mich raten, jetzt muss ich zu Triss. Ja, ich sollte mit Triss sprechen. Warum warst du denn hier verrückt? Sultan! Ich weiß gar nicht, ob wir vorher schon mal mit ihm spielen konnten. Wir machen das einfach mal kurz, so als kleine Abwechslung. Hm.
bekommen. Juhu, wir haben gewonnen. Also doch, nicht scheiße. 1-1 haben wir auf jeden Fall. Vier Einsen. Jo, wir haben gewonnen. Okay. Ich wüsste gern, wer der dritte Profispieler ist. Ich hab's noch nicht herausgefunden. Stellst du mal, dass er irgendwo im Händlerviertel sein wird? Hm, irgendwas bellt über mir. Ich bin müde. Terrorwelpe. So. Auf zu Frau Triss. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesem... Ja, ich bin ganz gefährlich. Ja. Ich denke immer, ich kann springen, aber ich kann nicht springen. Vergesst eure Stellung nicht, Hexer. Ich will meine Stellung niemals vergessen. Hallo, Alvin. Sie lässt mich keine Süßigkeiten essen. Zu viel schadet immer, egal wovon. Ich will Bonbons. Kann ich dir irgendwas schenken? Yeah. Soll das ein Witz sein? Wieso? Eine Erdbeere schadet nicht. Bonbons haben wir gerade nicht. Triss? Willst du mich gerade verkohlen? Ich will einfach sagen, du bist nicht zu Hause. Okay. Ich will dann einmal ganz kurz in den Sumpf. Und einmal kurz mit Kalkstein reden, dann müsst ihr noch hier sein. Wenn Triss gerade nicht da ist, ne? Ja. Ich... Habt ihr... Noch nicht. So ein... Okay. Wie das erstmal. Okay. Er hat auch nichts wirklich Interessantes hier noch. Bitte einmal zu Triss. Vielleicht ist sie ja jetzt zu Hause. Vielleicht, vielleicht. Okay, nee, hier oben ist sie nicht. Ja, okay. Das will wohl nicht. Gut, kann ich vielleicht bei ihr trotzdem schlafen gehen irgendwie? Nicht so lange auf sie warten. Ich will ein Hündchen. Eines Tages bekommst du einen Hund. Ich verspreche es.
Ich gehe morgen auf den Markt. Ja, geh du mal morgen auf den Markt. Ja gut, Triss ist halt nicht da, ne? Was machen wir nun? Ich kann jetzt halt auch gerade nicht schlafen.